Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video von 360 Football. Heute zeigen wir euch die Diagnostik von Soccerbot 360. Die Profis von Red Bull, Salzburg und Leipzig benutzen das. Wir wollen das Ganze bei uns im Personal Training einbauen. Darum schauen wir heute das Ganze mal an. Wir erklären euch noch einiges dazu im Voiceover. Darum bleibt unbedingt dran, ist eine geile Sache. Let's go! Bei der ersten Übung haben wir die Reaktionszeit plus wie lange man den Fuß bzw. das Bein aufzieht und dann spielt. Warum testen wir die Reaktionszeit und warum ist es so wichtig? Als Beispielsituation aus einem Spiel zum Beispiel, der Torhüter lässt den Ball nach einem Torschuss fallen, er kann den Ball nicht sicher festhalten und der Spieler, der schneller reagiert, kann natürlich das Tor machen oder je nachdem auch den Ball verteidigen und da geht es darum, dass man ganz schnell schaltet. Ein zweites Beispiel wäre, wenn man den Spieler anspielen möchte, dann aber entscheiden muss, ob in den Lauf oder doch direkt in die Füße und man sich da sehr schnell entscheiden muss. Zweiter Test. Zweiter Test. Antizipieren und auch Reaktion, beziehungsweise es geht auch darum, wie schnell du hier entscheidest. Im Spiel könnte das zum Beispiel so ausschauen, und zwar wird ein langer Ball gespielt und der Stürmer kann dann genau einschätzen, wo der lange Ball hinkommt. Oder auch, wenn ein flacher Ball in die Tiefe gespielt wird, kann der Stürmer besser antizipieren und bessere Entscheidungen treffen. Aber auch als Passgeber ist es natürlich wichtig, dass man weiß, wo der Stürmer hinläuft, dass man das antizipieren kann und dann auch dementsprechend die Bälle dosieren kann. Was hier genau getestet wird, ich glaube, das sagen wir noch im Voiceover. Ja. Ich glaube, hier ist es ein bisschen komplizierter. Natürlich, Reaktion ist auch dabei, aber noch etwas mehr. Wo gibt es solche Situationen im Spiel? Als Beispiel können wir hier nennen, wenn man einen Pass spielen möchte und dann doch im letzten Moment merkt, dass dieser Spieler doch noch gedeckt wird, wo man sich sofort umentscheiden muss. Das ist vor allem hier beim Test der Fall, wenn man sich zuerst auf eine Platte fixiert und dann doch auf die andere spielen muss. Oh, oh, 87. Oh mein Gott. Hat es ihn erwischt. Ganz schlecht, ganz schlecht. Und jetzt genau das gleiche, umgekehrt. Jetzt muss ich den kleineren Zahlen treffen. Hi Leute, mein Lieblingsspiel! Was machen wir bei diesem Test? Jetzt müssen wir das Brain anstrengen. Das jetzt. Nennt man das? Ja, ist für das Gedächtnis, dass man sich erinnern kann. Beispielsweise auch bei einer Spielsituation, dass man sich einprägen kann, wo der Gegner steht, wo die Mannschaftskollegen stehen. Eins. Zwei. Durch ein starkes Arbeitsgedächtnis kann man sich viel besser merken, wo die Mitspieler stehen, wo die Gegner stehen, wenn man beispielsweise einen Schulterblick macht, aber auch andere Dinge wie Taktiken, Laufwege und so weiter kann man sich besser merken und dadurch natürlich, ja, ist man automatisch auch ein besserer Spieler. Oh, erwischt. Ja, aber so schnell kann es gehen hier. So schnell kann es gehen, ja. Also, umso länger es geht, umso mehr vergisst man. Aber ja, war, diese Übung, ich liebe sie. Ja, war am Anfang nicht schlecht. Ja, ist doch ein guter Test. Und jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, kommen noch Annahme und Pass. Also, wo es wirklich um linker Fuß, rechter Fuß geht.
Oh, erwischt. Weiter, komm. Geht weiter. Aber stopp, erster Kontakt, dann Passqualität, Passpräzision. Alles in einem wird getestet. Jetzt der letzte noch. Soweit ich weiß. 180 Grad. Ja. Hier muss man schön aufmachen, offen stehen. Oh, weiter. Da wird man wütend. Aber ja, die Diagnostik wurde vollständig absolviert, die Auswertung deiner Leistung erfolgt über das Soccerbot Tablet. Das schauen wir uns doch jetzt mal an, oder? Ja, aber grün ist schon mal sehr gut, gelb ist mittel. Jetzt hast du beides so drin. Nichts Rotes. So ja, Leute, jetzt sind wir zu Hause und können uns das Ganze in Ruhe anschauen, auch mit dem erstellten PDF, wo man die ganzen Sachen im Detail sieht. Hier als Beispiel der erste Test mit der Reaktion, dann sieht man den Testwert von heute, dann auch noch den von der letzten Testung, wenn es schon der zweite, dritte oder vierte Test ist, und dann mit dem hellblauen, das sieht man hier ein bisschen weiter unten noch besser, zum Beispiel beim zweiten sieht man so der Durchschnitt von der jeweiligen Altersklasse. Das heißt, wir können direkt Vergleiche ziehen, erstens mit der Konkurrenz, und zweitens aber sehen wir auch, wie sich ein Spieler dann auch effektiv verbessert hat. Und das ist für uns natürlich das Spannendste. Und wenn man hier auch noch die anderen Sachen ansieht, hat man ja die verschiedenen, also jeweils immer ein Score, so der Gesamtscore von einem Test, und dann wird es dann noch unterteilt. Beispielsweise beim Test, wo es um die Fähigkeit geht, sich Sachen zu merken, um das Arbeitsgedächtnis, dort ja Anzahl gemerkte Hütchen oder durchschnittlicher Fehler pro Anzahl Hütchen wird dann nochmal unterteilt. Oder dann auch am Schluss bei der Passübung, durchschnittliche Passgenauigkeit sehen wir ganz genau, durchschnittliche Reaktionszeit oder Ballhaltezeit. Also dort sehen wir dann jeweils ganz schnell, ob jemand den Ball zu lange hält oder ob er zu hektisch spielt, wenn die Pässe nicht genau sind, oder er das Ganze einfach generell ein bisschen zu langsam macht. Können wir das Ganze anschauen und dann auch spezifisch mit diesen Informationen dann trainieren. Das war's mit der Diagnostik. Hat wirklich Spaß gemacht. Gewisse Übungen, muss ich sagen, für den Kopf sehr anstrengend. Und ja, Leute, ich will keine Ausrede bringen. Ich war lange verletzt, darum, falls die Punktzahl nicht so gut ist. Nein, Spaß. Falls die Punktzahl nicht so gut ist, ja, anders mal besser. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich freue mich noch auf die Auswertung. Und Leute, kommt zu uns ins Personal Training. Baut das ein. Wirklich eine Top-Sache. Und wir sehen uns beim nächsten Video.